Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hallo. Heute zeige ich dir, wie du in DaVinci Resolve ganz einfach Zeitlupen umsetzen kannst, beziehungsweise wie du die Geschwindigkeit deiner Clips ändern und anpassen kannst. Das geht ja in beide Richtungen, entweder Zeitlupe oder Zeitraffer. Ich zeige dir, wie du beides relativ einfach umsetzt und zeige dir verschiedene Wege, die du nutzen kannst, um deine Zeitlupe umzusetzen. Wichtig ist, dass wir erst einmal verstehen, was Frames per Second sind. Frames per Second bedeutet Bilder die Sekunde auf Deutsch. Wenn wir eine 25 Frames per Second Timeline haben, dann können wir eine einfache Zeitlupe umsetzen, wenn wir in diese Timeline Material reinziehen, was die doppelte Framerate hat, also 50 Frames die Sekunde. Ich habe jetzt Material rausgesucht, wo wir 100 Frames die Sekunde haben, das heißt, wir können unser Video auf 25% Geschwindigkeit stellen, ohne dass das Video anfängt zu ruckeln. Man muss sich vorstellen, wenn wir 25 Frames die Sekunde haben und dann eine Zeitlupe, eine einfache machen, dann müsste er jedes Bild quasi doppelt nehmen, um die Zeitlupe umsetzen zu können. Wenn wir es auf 25% stellen würden, dann müsste er jedes Bild viermal nehmen, um diese Zeitlupe eben zu realisieren. Deswegen immer wichtig beim Ausgangsmaterial, also wenn ihr filmt, stellt in eurem Handy oder in eurer Kamera ein, dass ihr mit 50 Frames die Sekunde bzw. mit 100 Frames die Sekunde filmt, je nachdem, was ihr für Zeitlupen umsetzen möchtet. Ich habe jetzt Material rausgesucht mit 100 Frames die Sekunde. Ich ziehe mir das hier mal in meinen Media Pool rein und dann sagt er hier Change Project Frame Rate. Das möchte ich nicht. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würde er meine Projekt Frame Rate auch auf 100 Frames die Sekunde setzen und das möchte ich gerne vermeiden, weil ich ja eine einfache Zeitlupe umsetzen möchte. Wenn die Sequenz auch auf 100 Frames die Sekunde steht, dann funktioniert das nicht. Deswegen gehen wir auf Don't Change und sehen jetzt hier in unserem Projekt dieses Video hier. Wenn ich mir jetzt anzeigen lassen möchte, wie viel Frames die Sekunde mein Video hat, um sicher zu gehen, dass ich da richtig mit arbeite, kann ich hier drauf gehen, auf das i klicken einmal und dann wird uns hier angezeigt die Resolution. Unser Video ist in Full HD, 1920x1080. Und die Framerate ist 100 Frames die Sekunde. Jetzt gucke ich nochmal in meine Projekt-Settings rein. Ich klicke hier mal auf File, gehe hier auf Project-Settings. Und wenn ich da drauf gehe, dann sehe ich, dass mein Projekt bzw. meine Projekt-Timeline mit 25 Frames die Sekunde angelegt ist. Wenn ich mir dieses Material jetzt hier reinziehe, ich gehe mal in den Edit-Tab, ziehe mir das mal hier unten rein. Dann spielt er das jetzt erstmal in normaler Geschwindigkeit ab. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, eben diese Geschwindigkeit anzupassen. Und das mache ich folgendermaßen. Der einfachste Weg ist wahrscheinlich hier einen Rechtsklick drauf zu machen und dann hier zu sagen Change Clip Speed. Wir können es dann selber hier eintippen. Ich könnte jetzt hier drauf gehen und sagen, wenn ich einen Doppelklick mache, dann kann ich die Zahl auch auswählen. Ich sage jetzt hier, er soll das 50% machen. Wenn ich hier auf Change gehe, dann sehen wir, was passiert. Er spielt mir eine Zeitlupe ab. Da ich genügend Frames zur Verfügung habe, kann ich hier auch drauf gehen und sagen Change Clip Speed und könnte auch sagen hier 25. Und wir sehen, dass er spielt uns immer noch hier eine saubere Zeitlupe ab. In diesem Fenster hier kann ich noch einige andere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel hier Reverse Speed machen, dann dreht er uns das Video einfach um. Jetzt spielt er uns das Ganze rückwärts ab. Wenn ich hier nochmal reingehe, kann ich auch sagen, ich möchte einen Freeze Frame haben. Dann macht er uns von dem Bild, auf dem wir gerade sind, ein Standbild. Wenn wir jetzt ein Zeitraffer-Video umsetzen möchten, dann gehen wir hier drauf und können sagen 200 und dann spielt er das in der doppelten Geschwindigkeit ab. Ich mache das mal als rückgängig und wir gucken uns nochmal an, wo wir die Geschwindigkeit noch anpassen können. Wenn hier diese kleine Stoppuhr vorne erscheint, erkennt das Programm, dass wir hier schon mal was mit der Zeit gemacht haben. Ich könnte jetzt hier oben auf meinen Inspektor gehen, hier oben rechts. Den Mixer brauche ich jetzt gerade nicht. Speed Change, hier kann ich das theoretisch dann auch anpassen. Hier kann ich sagen, ich möchte, dass er die Geschwindigkeit auf 50% setzt. Oder wenn ich wieder die normale Geschwindigkeit haben möchte, kann ich hier 100 eingeben. Ihr könntet euch dann theoretisch auch hier die Retime Controls anzeigen lassen. Retime Controls, wenn ich hier drauf gehe, also rechter Mausklick auf meinen Clip, dann
dann gehe ich hier auf Retime Controls und da zeigt er mir auch die Geschwindigkeit an und hier kann ich das auch ausklappen und könnte hier theoretisch auch verschiedene Sachen machen. Ich kann hier relativ schnell meine Geschwindigkeit anpassen, auch hier könnte ich sagen 50% und hätte hier meine einfache Zeitlupe. Ich kann auch hier mal sagen Reset to 100, wenn ich darauf klicke, dann ist das wieder hier meine normale Geschwindigkeit und wir sehen hier unten die Geschwindigkeit, in der uns den Clip abspielt. Wenn mir das hier so angezeigt wird, kann ich hier auch noch andere Sachen machen. Ich könnte zum Beispiel hier eine Speedramp einbauen und sage Up from Zero. Ne, und dann sehen wir, was er macht. Er fängt hier ganz langsam an und da sehen wir auch, dass es ruckelt, weil er nicht genügend Frames zur Verfügung hat und geht dann hier auf 100. Und so wie schnell das gehen soll, diese Speedramp, ich kann sie mir hier weiter anpassen. Und ich kann sagen, hier soll er schon bei 100% sein. Ja, dann muss ich hier den letzten Anfasser nehmen und ich sehe ihn gar nicht so. Ich ziehe ihn jetzt mal hier zurecht. Und dann starten wir und es wird immer schneller und jetzt sind wir hier auf 100. Das kann ich natürlich auch auf 200% stellen, wenn ich möchte. Ne? Kann ich hier drauf gehen und sagen, das soll hier 200% sein. Und dann wird es immer schneller. Du siehst, es ist relativ einfach, die Geschwindigkeit in DaVinci Resolve anzupassen und es gibt verschiedene Möglichkeiten und Wege. Achte darauf, dass dein Material genügend Frames hat, wenn du Zeitlupen realisieren möchtest und dann sollte das alles gar kein Problem sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tutorial helfen. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald!